Menschen, von Personen, die sich gefunden haben. Liebe ist die Essenz des Kosmos. Liebe ist alles, was euch durchdringt. Liebe ist die Essenz eurer Seele in verschiedenen Facetten und in verschiedenen Formen. Die verschiedene Dichte haben, je nachdem, welchen Ausdruck eure Frequenz wählt. Wenn eure Schwingung und eure Frequenz sehr niedrig ist, ist auch das Spektrum der Liebe, das ihr gerade in dem Moment fühlt, eines auf der niedrigeren Ebene. Das ganze Gefühlsspektrum, was ihr wahrnehmt hier auf dieser Erde, ist alles, 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 alles die Sprache des Kosmos, die Sprache der Liebe. Von Freude, Glückseligkeit, aber auch die niederen Frequenzen wie Wut und Hass, ist Liebe. Weil Liebe das ist, was in jedem einzelnen Atom schwingt und die Elektronen kreisen lässt um die Neutrinos und die Protonen. Als ihr damals euch entschieden habt, auf die Erde zu kommen, eure Seelen waren so voller Liebe für diesen Planeten und haben sich bereit erklärt, ihr zu inkarnieren im höchsten Alignment. Und in dem Moment, wenn wir auf dieser Erde sind, fängt ein Struggle an, um das einmal so gelinde auszudrücken. Wir sind überflutet von verschiedenen Energien, Frequenzen, Situationen und wir werden auch kodiert. In dem Moment, wenn wir auf der Erde sind, fangen wir an und bekommen Codings. Unsere Seele wusste, dass das passiert. Das ist nichts, was wir nicht wussten. Wir wussten, worauf wir uns einlassen, als wir hier auf diesem Planeten inkarniert sind, der so voller Dichte ist, der so voller Codings ist und voller Emotionen und Programmen und Konditionierungen. Und als Kind haben wir die ersten Codings erfahren, indem wir gemerkt haben, Liebe ist nichts, was permanent für uns in hoher Frequenz verfügbar ist. Liebe ist etwas, was wir nur portionsweise bekommen. Und das gehört zu dem Erfahrungsspektrum dazu, hier auf der Erde zu sein. Stellt euch vor, ihr kommt aus einem Raum, in der die hohen Frequenzen der Liebe immer für uns verfügbar sind. Und wie kann die Seele erfahren, wie tief sie wirklich ist, wie facettenreich sie wirklich ist, wenn sie nicht inkarniert auf einem Planeten, in der es ein volles Spektrum und Liebe gibt. Und das war uns allen, als wir inkarniert sind, bewusst und klar, dass wir diese Kodierungen erfahren, Kodierungen durch unsere Umwelt, durch die Erde, alleine dadurch, dass wir uns in diesem physischen Körper integriert haben und unsere riesige, riesige, riesige Seele komprimiert haben, um überhaupt in diesem Körper existieren zu können. Alleine dieses Wunder dürfen wir wertschätzen. Wir sind hier in unserem Körper, um das volle Spektrum der Liebe zu erfahren und zu fühlen. Aber je älter wir werden, wird manchmal aus dem Struggle auch einfach nur große Verwirrung. Und wir fragen uns, what the hell is going on here? Was ist hier passiert? Und wir sind verzweifelt. Wir müssen nicht mehr rein noch aus. Und auch das ist vollkommen normal. Auch das gehört zum Leben dazu. Zu unseren Erfahrungen dazu. Weil durch unsere Erfahrungen, die wir hier machen, lernen wir. Und wir lernen nicht nur für uns, für unser Verstand oder für unseren Körper und das, was wir anfangen können. Wir lernen nicht nur für unsere Kinder, für unsere Familie und unsere Freunde oder unsere Ahnen oder die, die nach uns kommen,
sondern wir lernen hier auf dieser Erde für alle Inkarnationen, die wir haben. Für alle. Und wir haben Milliarden, Billiarden Inkarnationen in anderen Sternensystemen, physisch und nicht physisch. Und jede einzelne Inkarnation hat ihre eigenen kleinen Probleme mit sich. Und hier auf dieser Erde haben wir die Möglichkeit, aufgrund des großen Spektrums, wie Liebe sich präsentiert auf emotionaler Ebene und in allen Facetten, haben wir das erste Mal die Möglichkeit, auch die Probleme in anderen Inkarnationen, auf anderen Sternensystemen zu lösen und zu heilen. Und deswegen sind wir hier. Ich möchte gerne mit euch teilen, woher auch dieses Thema von Dualität kommt. Wer von euch hat nicht auch gehört, dass wir uns in einem dualistischen Universum befinden? Dass unsere Welt, auf der wir leben, eine Welt von Dualität ist. Und wenn ihr bereit seid, würde ich mit euch jetzt schon das erste Template teilen. Templates sind Programme, die innerhalb des Quantums wirken, wie als würde ich in einem Computersystem eine Software stecken. Und diese Templatings laufen in unserem Unterbewusstsein und lassen uns unsere Welt ganz speziell wahrnehmen, je nachdem, welche Informationen, welche Codings in diesen Templatings sind. Und wenn ihr bereit seid, dann atmet einfach einmal ein durch euer Herz und aus. Dualität existiert nicht in unserem Universum. Dualität ist etwas, was in uns Menschen existiert. Dualität ist etwas, was in uns Menschen existiert, weil wir uns im Moment je nach Frequenz, je nach Dichte in der dritten und vierten Dimension befinden. In der ersten Dimension gibt es sozusagen nur ich allein. Nur ich existiere. In der zweiten Dimension kommt ein zweiter Faktor dazu, nämlich ein Gegenüber, mit dem ich interagieren kann. Dann gibt es ein Ich und ein Du. Aber nur wir zwei, wir drehen uns umeinander. Das ist die zweite Dimension. Und in dem Moment, wenn wir in der dritten Dimension sind, kommt ein weiterer Faktor dazu, nämlich der Faktor der Beobachtung. Und ich sehe, das und das ist anders. Das hier sieht anders aus als das hier. Und ich bin getrennt von diesen zwei Dingen. Das und das ist separiert. Und ich bin separiert von diesen zwei. In dem Moment, wenn wir uns über unsere Frequenz in die höhere vierte Dimension begeben, kommt ein weiterer Faktor dazu, nämlich die Möglichkeit der Zeit und die Erkenntnis, dass ich verschiedene Versionen bin, dass ich als verschiedene Versionen interagiere, als die Version, die das und das annehmen kann. Oder die Version, die sagt, das will ich nicht haben. Die Version, die separiert und sagt, das will ich nicht haben. Oder die Version, die sagt, ich integriere alles. Ich weiß, dass ich verschiedene Versionen von mir sein kann und shifte und springe in verschiedene Versionen. Viele von uns in einem Kollektiv sind dabei, sich hochzubewegen in die höheren Bereiche der vierten Dimension. Und in dem Moment, wenn ich an dem Übergang von der vierten in die fünfte Dimension bin, kann ich immer wieder in die fünfte Dimension hineinschauen. Die vierte Dimension heißt auch, kann man sich auch vorstellen wie eine Art Brücke. Die vierte Dimension ist die Brücke zwischen der dritten und der fünften Dimension. Aus der vierten Dimension, dadurch, dass ich weiß, dass ich mir bewusst bin, dass ich jederzeit wählen kann, wer ich bin und wie ich reagiere
und was ich wähle. In dem Moment, wenn ich mir bewusst bin, dass ich mich entscheiden kann, was ich wähle und wer ich sein möchte, kann ich auch über diese Brücke meine Higher Self sehen, meine höchste Version, die mir von dieser Brücke aus verfügbar ist, nämlich meine fünfdimensionales Selbst. Und in dem Moment, wenn ich mich in Einklang mit meinem fünfdimensionalen Selbst bringe, in dem Moment, wenn ich mich in Alignment, in Einklang mit meinem fünfdimensionalen Selbst begebe, erkenne ich, dass ich alles vereinen kann. Dass ich nicht nur die Wahl habe, wie ich reagiere und wer ich sein möchte. Dann erkenne ich, dass ich alles umfasse. Und dass ich auch das und das bin. Dass ich nicht separiert bin von dem oder dem, sondern dass auch das ein Teil von mir ist. Und das ist der Weg, wo wir uns alle hinbegeben. Der Weg, den wir alle gehen, den unsere Seelen gewählt haben. Und alleine, dass ihr hier da seid und bereit seid, diese neuen Codings zu empfangen, zeigt mir, dass ihr bereit seid, euch auf dem Weg in euer fünfdimensionales Selbst zu machen. Ich weiß nicht, warum ich leiser geworden bin tatsächlich, weil bei mir alles noch in Ordnung ist. Es kann sein, dass bei dem Teilen von den Templatings die Frequenz hochgegangen ist und dadurch der Ton etwas, ja, gedrosselt wurde. Das kann auch passieren, dass manchmal sich die Töne verzerren während diesen Channeling Transmissions. Das ist auch vollkommen normal. Ich hoffe, dass in der Aufnahme dann alles wieder normal ist, weil die Energien einfach so hoch sind. Manche merken das auch, manche weniger. Es kann auch sein, dass euch manchmal ein bisschen warm, ein bisschen kalt wird, dass was anfängt zu kribbeln, dass vielleicht mal ein Füßlein zuckt oder dass ihr einen kurzen Druck spürt oder auch eine Ausdehnung spürt. Das sind die Energien, die einfach hier wirken und die wirken manchmal auch auf die Technik, die hier ist. Gut. In dem Moment, das, was ihr hier seht, ist der Sternenhimmel, wie wir ihn wahrnehmen. Mit den Sternen und dem Licht vom Mond, die Wolken, hell und dunkel, schwarz und weiß, Licht und Schatten. Das ist die Wahrnehmung, wie wir es machen. Deswegen streben wir auch immer nach dem Licht. Das ist etwas, was in uns steckt, weil wir hier auf der Erde inkarniert sind, weil wir Erdlinge sind. Wir sind nicht nur Menschen, die hier auf dieser Erde sitzen, weil uns irgendjemand hier draufgesetzt hat und vergessen hat, sondern wir sind Menschen, weil wir aus der Erde bestehen. Wir bestehen aus ihr. Und die ganze Evolutionsgeschichte unserer Erde steckt in unseren Zellen, in jeder Zelle von uns, steckt die Information der Erde. Und die ersten Lebewesen
die diesen Planeten bewohnt haben, haben nach dem Licht gestrebt, um Energie zu bekommen, um Energie zu gewinnen. Und genau das ist das, was unsere treibende Kraft auch jetzt ist. Licht ist Evolution. Licht ist etwas, was uns voranbringt, wonach unser tiefstes Innerstes strebt. Und dieses Streben sehen wir, wenn immer wir in den Sternenhimmel gucken. Wir fühlen uns alle angezogen zu den Sternen. Aber die Sterne sind Portale. Sterne sind in Wahrheit Portale. Portale in andere Dimensionen, die Billiarden, Billiarden, Billiarden von Jahren, unzähligen Jahren bereits existieren. Und dadurch, dass wir alleine, weil wir die Codings der Erde besitzen, nach diesen Portalen streben, nach mehr streben, nach Licht streben, nach dem Aufstieg streben, aus der Dunkelheit, aus der Dichte heraus, in die höheren Dimensionen, fühlen wir uns angezogen zu den Sternen und sind fasziniert von ihnen. Aber das heißt nicht, dass es verkehrt ist, immer wieder sich auf das Licht zu fokussieren. Im Gegenteil, wenn wir uns auf das Licht fokussieren, ist es das, was uns immer wieder mehr zu unserem wahren Selbst bringt. Aber es geht auch darum, hier Balance zu finden. Und nach jedem starken Streben nach dem Licht und dem Integrieren von Licht kommt auch immer wieder ein kleines Tief, wo wir in den Schatten gehen, um zu transzendieren. Weil auch hier auf der Erde natürlich Zyklen, Rhythmus, ein Coding ist, was uns alle umgibt. Nichts ist ohne Kreislauf. Nichts ist ohne Rhythmus und nichts ist ohne Wiederkehr. Wer kennt das nicht, dass er immer wieder den gleichen Menschen begegnet, denen er nicht begegnen möchte? Oder dass sich gewisse Dinge in unserem Leben immer wiederholen? Dinge, die wir eigentlich am liebsten gar nicht mehr haben möchten, die wir verurteilen, die wir aus unserem tiefsten Inneren verurteilen und aus unserem Leben loshaben wollen, die wir ein für alle Mal ausradieren wollen. Wir alle kennen das. Und was ist, wenn ich euch sage, dass die Verurteilung wie ein Magnet wirkt? Wenn wir verurteilen, setzen wir einen Magneten, ein Statement in unsere Aura, das uns immer wieder genau das anzieht, wie der stärkste Magnet, den ihr euch vorstellen könnt. Von dem, was wir so sehr loshaben wollen, von dem, was wir so sehr verurteilen. Und das ist das Wichtigste, dass wir aus dem Widerstand rausgehen, um die Zyklen, die in uns arbeiten, ein für alle Mal loszulassen. Es ist nicht das Streben nach Frieden.
oder den Krieg zu beenden und Frieden zu machen um jeden Preis. Der Weg ist Harmonie. Und der Weg zur Harmonie ist der Weg in dem Moment, wo wir akzeptieren, dass alles sein darf, sonst wäre es nicht da. Und das ist etwas, was wir über die Codings dieses Planeten lernen dürfen. Dass alles sein Recht hat, da zu sein, weil alles, 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 alles unsere Kreation ist. Der beste Weg, die Verurteilung loszulassen, ist wirklich die Hand aufs Herz, die rechte Hand, die linke Hand darüber und in das Herz zu atmen. 3 tiefe Atemzüge zu nehmen und zu sagen, ja, es darf sein. Ja, es darf sein. Ja, alles darf sein. Na koja dar, a te stas te aja na 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 na. Ukura ta esa, kitas ta kita te kita te shotur kiti ata. Dass alles Rhythmus und Zyklen hat, sehen wir auch natürlich, wenn wir uns die Jahreszeiten anschauen. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Alleine durch diesen Zyklus sehen wir, dass auch alles in uns in Transformation ist. Dieser Zyklus, den wir im Außen sehen, soll uns daran erinnern, dass alles, 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 alles einen Kreis bildet, wo wir erblühen. Wo wir uns nach außen bringen und erfahren können wie der Sommer. Und wo wir in uns zurückgehen, wo sich das Leben zurückzieht, wo wir in den Schatten gehen, um im Winter neue Kraft zu schöpfen und alles zu transzendieren und zu integrieren, was wir gelernt haben im Laufe des Zykluses. Unsere geliebte Gaia, Mutter Erde, nicht ohne Grund nennen wir sie Mutter Erde, weil wir sind ihre Kinder, wir sind die Neuronen dieses Planeten. Durch uns kann Gaia sich ausdrücken, durch uns hat Gaia eine Stimme bekommen. Wir sind nicht getrennt von ihr und in allem, wie sie uns begegnet, in der Nahrung, die sie uns schenkt, der Wärme, dem Licht, den Zyklen, schaut in die Welt und erkennt den Zyklus in euch. Wir sind nicht getrennt. Naja, taki, naja, taki, naja, kati, naja, kati, naja, kati. Es ist an der Zeit, auch genau dieses Programm, dieses Templating aus unserer Software herauszunehmen. Es ist Zeit zu erkennen, dass wir mit allem verbunden sind. Über den Atem, den wir atmen, sind wir mit allem verbunden und nicht nur mit jedem einzelnen Lebewesen auf diesem Planeten, jeder Pflanze, jedem Stein, jedem Tier, jedem Menschen, sondern wir sind verbunden mit dem Kosmos. Weil mit jedem Atemzug, den wir tun, atmen wir göttliche Liebe ein. Und damit ist Atmung das stärkste Tool, was wir hier haben. Weil mit Atmung können wir uns erneut verbinden, integrieren, kalibrieren und loslassen, was uns nicht mehr dient. No.
Und in dem Moment, wenn wir all dieses Wissen integriert haben und wir uns langsam auf dem Weg in unser fünfdimensionales Selbst begeben, werden wir die Welt mit anderen Augen sehen. Nämlich so. Wir werden erkennen, dass der Schatten davor, die Dunkelheit, eigentlich Licht ist. Und das, was davor als Licht zu sehen war für uns, die bereits kreierte Masse ist. Nicht ohne Grund wissen wir, dass nur 5% des Universums Materie sind. 5% des Universums und innerhalb dieser Materie ist auch das Licht, was wir sehen. Alles darüber hinaus ist unser Quantenfeld, in dem wir kreieren können. Und die verschiedenen Dimensionen, in denen kreiert wurde, die wir nicht gerade betreten haben. Das ist die fünfdimensionale Sichtweise. Wir werden erkennen, dass es keine wirkliche Dunkelheit gibt, sondern dass alles Kreation ist. Und dass wir innerhalb dieses Feldes alle Möglichkeiten haben, uns zu entfalten. Und frei zu sein, zu kreieren, wofür unser Herz schlägt, was unsere Seele im tiefsten erfahren möchte. Receive the stayatare data sakarente isa sukurobuta di shutare yata stay day 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 Bitte trinkt einen Schluck Wasser an alle. Unsere Erde. Gaia. Befindet sich in einem großen Netzwerk, das gehalten wird durch die heilige Geometrie, projiziert aus den höheren Dimensionen. Alles ist gehalten durch die Geometrie, die alles durchdringt. Und auch euch. Nakaya Sasantarokoi. Nichts kann ohne Geometrie sein. Und nichts kann ohne Verbindung sein. Makokortei Nasakatei Asai. Auch ihr seid mit uns verbunden, mit uns, den Engeln und Erzengeln aus der 12. Dimension. So wie die Erde verbunden ist, müsst auch ihr verbunden sein mit uns und unseren Energien, weil eure Energien durch unsere Geometrie, durch eure Geometrie, die ihr einst mit uns gemeinsam Seite an Seite kreiert habt, verbunden ist. Ihr seid eins. Mit uns, ihr seid eins mit der Erde, weil ihr die Geometrie seid, die Formen seid, die ihr einst erschaffen habt, aber gebracht in die Materie und in die Dichte. Erkennt dieses Wunder. Erkennt Mama Yasaka Yataraku Yatata Yasaka Dotor Ete Yatasakotandei Maotar Astase Shator Gemati Kista Saka Dote Keita Tashtukurt. Erkennt eure wahre Herkunft. Ihr seid Kreatoren. Ihr seid Gott. Ihr seid göttlich in dieser Materie und niemals getrennt. Niemals getrennt von der Göttlichkeit. Gott ist nichts, was existiert außerhalb von euch. Gott seid ihr.
Ihr seid Gott in Materie, in Geometrie, gehalten durch Dichte und Frequenz. Und mit dem Halten durch Dichte und Frequenz habt ihr alle Macht der Kreation erhalten, um eure Realitäten zu kreieren und zu transformieren, was vor euch liegt innerhalb der Geometrie, die ihr einst kreiert habt. Wir erinnern euch hier und jetzt an so viel mehr, als dass ihr seid, in so vielen Schichten und Dimensionen. Wir arbeiten nicht nur jetzt an eurer Version, die ihr jetzt seid, sondern an den möglichen Versionen, die ihr sein könnt und sein werdet, in dieser und in allen anderen Dimensionen, um genau dieses Wissen erneut zu verankern. Makoko te geita sakato to te te sashako andora te eyatako ratoko sasikata ayatako anaisaka. Atmet bitte jetzt in euer Solarplexuschakra ein, in euer Zentrum der Sonne, um das sich alles dreht, wo eure Schöpferkraft sich entfaltet, in jedes einzelne Organ eures Körpers. Omayata. Omayasayana ho kurastai sinara koyata toku tuostaki ayata kuntate yana ho tarasa karotate. Wir sind alle miteinander verbunden, alle Teil von dem großen kosmischen Ganzen. Und auf dem Slide könnt ihr das sehen, die Geometrie, die Formen, die Grids, die die Erde umgeben. Und in die wir uns einwählen können, jederzeit, wann immer wir wollen, anhand unserer Frequenz und unserer Wahl, die wir treffen. Wir können jederzeit wählen, in welchem Grid, in welchem Netzwerk wir uns befinden. Ob wir uns in dem Netzwerk der Separation befinden wollen, der Verurteilung, der Wut auf andere. Oder ob wir uns in dem Grid, in dem Netzwerk befinden wollen, in dem wir Harmonie wählen, Balance, in die höheren Versionen der Liebe, in der wir wählen, dass wir alle eins sind und dass wir niemanden verurteilen müssen, weil auch unser Gegenüber immer der Spiegel unserer Frequenz ist. Es gibt verschiedene Spiegel, in die wir blicken können. Es gibt den Spiegel von dem, was wir jetzt in dem Moment sind. Bin ich wütend? Begegne ich den Spiegel oft der Wut in anderen Menschen? Auch wenn ich Wut unterdrückt habe, begegne ich oft Menschen, die diese Wut in mir auslösen und triggern und sagen, fühl endlich deine Wut. Fühl sie, lass sie zu. Ich bin hier, um dir zu helfen, dass du deine Wut endlich fühlst. Und es gibt einen weiteren Spiegel. Der Spiegel von dem, was wir nicht sehen wollen, was wir ignorieren, was wir mit aller Kraft versuchen, von uns zu schieben, was wir an uns selber nicht leiden können und hassen, was wir negieren, was wir am liebsten begraben wollen, für immer und alle Zeiten.
Auch dieser Spiegel begegnet uns. Und das ist der Spiegel, den wir oft verurteilen. Wenn Menschen uns das zeigen, was in uns Integration sucht. Und das sind oft die Menschen, die wir am meisten lieben. Die uns genau diesen Spiegel zeigen, dass Integration von dem, was wir verurteilen, so wichtig ist. Wer kennt nicht die ein oder andere Person in seinem Umfeld, die genau das tut, was wir verurteilen? Und wir verurteilen automatisch diese Person für das, was sie tut, anstatt anzunehmen und zu akzeptieren, dass genau das auch ein Aspekt von uns, dass wir vielleicht genau das Gleiche, was diese Person tut, getan haben oder am liebsten tun würden. Und auch hier haben wir die Wahl, in welchem Grid wir uns befinden wollen. Welches Grid, welches Netzwerk wir wählen. Ob wir weiter die Verurteilung wählen und den Zyklus neu beginnen. Mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, so nicht. Oder indem wir diese Versionen annehmen als Heiler. Als die größten Heiler von unserer Seele gerufen werden. Damit das Integration finden kann, was vorher verurteilt wurde. Und ein weiterer Spiegel ist der Spiegel von dem, was uns fehlt. Wir begegnen manchmal Menschen, die Dinge haben. Menschen, die wir aufgrund dessen, dass sie Dinge besitzen, die wir nicht haben, Attribute besitzen, die wir glauben, nicht zu haben, nicht leiden können. Und dabei vergessen wir, wenn wir in den Widerstand gehen und auf diese Menschen mit dem Finger zeigen und Gründe suchen, weshalb wir sie nicht haben möchten, dass wir diese Menschen in unser Leben lassen, weil genau das die Menschen sind, die wir so sehr brauchen. Wir sind alle miteinander verbunden. Jeder hat seine eigenen Templates, seine eigenen Codings. Und wenn uns jemand begegnet, der ein Coding besitzt, ein Template besitzt, von etwas, was uns fehlt, bringt dieser Mensch genau das in unser Leben zurück. Wenn wir einem Menschen begegnen, der mega laut ist, der impulsiv ist, der voller Kraft strömt und wir stellen uns hin und sagen, nuff, nein, dieser Mensch ist doof, weil der macht sich wichtig, das ist ein Wichtigtuer. Können wir diesen Menschen in unser Leben lassen, weil er die Codes hat, die uns so sehr fehlen, damit wir uns endlich wichtig fühlen und uns wahrnehmen und unsere Energie endlich nach außen bringen. Dass wir auch mit allem verbunden sind, seht ihr auch hier an dem Wasserkristall nach Emoto. Ihr habt bestimmt alle schon mal davon gehört, dass Wasser Informationen trägt. Und dass Wasser sich unglaublich leicht kodieren lässt. Und wir bestehen zu 70% aus Wasser. Deswegen sollt ihr Wasser trinken. Und ich bitte euch auch jetzt hier nochmal einen Schluck Wasser zu euch zu nehmen. Wasser hilft euch auch, die hohen Frequenzen besser zu speichern. Und diesen Wasserkristall, den ihr hier seht, ist der Wasserkristall, wie Wasser sich ausbildet in Geometrie und in Harmonie. Wenn wir es informieren mit Liebe und Dankbarkeit. Und die sensibel sind und sich jetzt in diesen Wasserkristall eingefühlt haben, bitte ich jetzt einmal ganz kurz ein kleines Stückchen Abstand zu nehmen. Das ist der Wasserkristall von Dekodierung, du Idiot. Völlig aus der Form, völlig diffus.
Und wenn wir andere beschimpfen als Idioten, passiert genau das mit dem Wasserkristall, mit den Wassermolekülen in unserem Körper. Wir kodieren uns selber zuallererst mit der Frequenz von dem, was wir schimpfen. Unser Gegenüber hat die Wahl, es anzunehmen, ob er ein Idiot ist oder nicht. Aber in dem Moment, wenn wir uns entscheiden, die Frequenz anzunehmen und jemanden zu beleidigen und zu beschimpfen, tun wir das zuallererst uns an, unseren Zellen, unseren Codings. Und das ist das, was passiert. Wir fallen aus der Form. Liebe ist die Kraft, die alles umgibt und alles durchdringt, und nichts kann ohne Liebe sein, weil Liebe die Frequenz des Universums ist. Nicht einmal Dunkelheit kann ohne Liebe sein. In dem Moment, in dem du liebst, hältst du Raum für das, was von dir geliebt wird, die nächsthöhere Frequenz der Liebe zu erreichen, und du schaffst Raum für Potenzial, Harmonie, Mitgefühl und Licht. In dem Moment, wenn wir die beste Version sehen von dem, der uns gegenübersteht, erhöhen wir nicht nur unsere Frequenz, sondern die Frequenz von dem, der uns begegnet, und geben ihm gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, das Potenzial, was wir in ihm sehen, auch in sich zu erkennen, weil wir verbunden sind. Und wenn ich die bestmöglichste Version von jedem von euch hier sehe und spüre, damit shifte ich euch in eure Version, die im höchsten Alignment ist. Und viele von euch spüren das auch jetzt, dass sie sich anders fühlen als am Anfang von dem Webinar. Und das ist der Weg der Transformation. Das ist der Weg der Ascension. Das ist die Göttlichkeit, die du bist, die wir alle sind. Und ich würde jetzt einmal für euch alle eine Pause von 5 Minuten, 5 Minuten, 5 Minuten, ganz genau 5 Minuten, schaut auf die Uhr, ja, 5 Minuten geben, dass ihr aufs Klo gehen könnt, euer Wasserglas auffüllen könnt, euch setteln könnt, euch ausschütteln könnt, geht in Bewegung, schüttelt die alten Energien aus, alles, was ihr nicht mehr braucht, bewegt euren Kopf, schüttelt alles aus, was nicht mehr im Service ist, und dann treffen wir uns hier in 5 Minuten und machen weiter mit der Lightcode Quantum Transmission, wo es in die Aktivierung geht und wo ihr alle, ja, eure Downloads bekommt. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.
Alle. Und ich bitte euch jetzt noch einmal, eure rechte Hand aufs Herz zu legen, die linke Hand darüber und tief durch die Nase einzuatmen. Noch einmal tief einatmen in euer Herz. Haltet die Luft. Atmet nochmal nach. Und aus. Noch einmal in euer Herz. Und aus. Ihr habt so viel neue Energien und Hochfrequenzen bereits schon integrieren können. Und jetzt gehen wir in die Aktivierung hinein. Die Aktivierung wird eine Art Meditation für euch sein, in der wir euch ja, einmal quer durchs Quantum führen. Und darum bitte ich euch jetzt, eure Augen zu schließen, es euch gemütlich zu machen. Für euch, die euch hinlegen möchten, es kann sein, dass manche von euch einfach einmal weg sind, einschlafen, das Ganze nicht bewusst wahrnehmen können. Das ist nicht schlimm, wir arbeiten trotzdem an eurem Quantum. Für die, die das wirklich ganz bewusst wahrnehmen möchten und die Reise mit uns aktiv gehen möchten, bitte ich bitte, da im Sitzen teilzunehmen, um einfach, ja, die Chance, dass ihr dabei einschläft, ist nicht ganz so hoch, wenn ihr sitzt. Also macht es euch gemütlich, so wie es für euch richtig ist, wie es sich für euch richtig anfühlt. Und dann schließt einmal eure Augen. Und ich lade ein in Arcturian Council, Pleiadian Council, Syrian Council, Lemurian Council, the Fairy Realm, Elven Realm, the Elementals, und ich lade ein Mama Gaia mit in die Co-Kreation Gaia der fünften Dimension. Ich lade ein die aufgestiegenen Meister, den Atlantischen Rat, die Sophia Dragons, ich lade ein Yeshua, Mother Mary, Maria Magdalena, Erzengel Michael, Erzengel Gabriel. Okay. Und all die Helfer, die an meiner Seite sonst noch sind, die Kreatoren. Na geht das? So gut. Atmet noch einmal tief in euer Herz ein. Mit dem Einatmen dehnt euer Herzfeld aus. Wir helfen euch. Na gut, da geht da.
Und atmet jetzt in euer Wurzelchakra ein. Nakia, takia, taku, osokoya, takata, und spürt, wie ein goldenes Band euer Wurzelchakra verlässt und in die Erde wandert. Unter euch entsteht ein Sirius-Wasserportal. Takita. Mukuita. Und dieses Wasserportal wird euch mit dem Bereich der höheren Erde, der höherdimensionalen Erde verbinden, sowie mit dem Lemurianischen Rad und dem Arcturianischen Rad und all denen, die jetzt im höchsten Alignment sind, mit denen ihr die Verbindung benötigt. Und dieses Band wandert immer tiefer in die Erde hinein. Bis es das Herz von Gaia berührt und sich langsam um das Herz von Gaia wickelt, wie ein Band, das sich aufwickelt auf eine Spule. Und atmet in das Herz von Gaia ein. Gaia. Und lass die Energie von Gaia, Mutter Erde, dieses Band hinaufwandern. Durch die Erdschichten hindurch in euer Wurzelchakra und atmet jetzt in das Herz von Gaia und euer Wurzelchakra gleichzeitig ein. Und lass die Energie jetzt Wirbel für Wirbel, Wirbel für Wirbel, euer Zentralchakra, euer Zentralchakra hinaufwandern, an jedem Chakra vorbei, und jedes Chakra, was berührt wird durch die Energie, wird aktiviert und beginnt zu rotieren und zu strahlen. Nakia, Nakia Dai, Nakia Dai, Nakia Dai, Ayatakai, Okoboratai, und wandert hinauf. Und das Solarplexus-Chakra, das Herzchakra. Und atmet in euer Herzchakra und in das Herz der Erde gleichzeitig ein. Der Erde, das auch in eurem Herzen schlägt. Ja, Aya Sakaya Taina Hiyaka. Und lasst die Energie weiter wandern, Wirbel für Wirbel in euer Halschakra und an die Basis eures Schädels. Und dort lasst die Energie wie ein Baum. Ist hat sich verzweigen in die Neuronen eures Kopfes. Raki, sei. Und spürt die Energie, wie sie euer Kronenchakra berührt, die Zellen an der Spitze eures Kopfes. Und diese Zellen mit der Energie beginnen, die Blüte eurer Krone zu öffnen, wie ein Baum im Frühling die Blüten öffnet. Lass die Energie weiter steigen in den Kosmos hinein. Euer Higher Self-Portal, was sich ca. 10 bis 15 cm oberhalb eures Kopfes befindet. Und mit der Berührung eurer Energie wird sich dieses Chakra transformieren und ein Portal öffnen, weit in den Kosmos hinein, zu eurem Seelenstern. Und
und berührt mit diesem Lichtstrang jetzt euer Seelenstern und erlaubt euch, in diesen Seelenstern euch hineinzubegeben, mit eurem Bewusstsein und ihn zu fühlen. Und die Stränge an vielen Inkarnationen, die wie Strahlen des Lichtes sich quer durch Raum und Zeit, Realitäten, im Multiversum, durch die Dimensionen ausbreiten und atmet jetzt in diesen Seelenstern hinein. Mit der Intention, sich zu verankern und diese Verbindung ab sofort für euch verfügbar zu machen. Und bringt diese Energie jetzt zurück in euer Quantum, in euren Körper, in euer Herzchakra und atmet jetzt in euer Herzchakra ein. Und atmet in das Herz von Gaia ein. Spürt die Verbindung dieser Pole. Herz. Herz Gaias. Seelenstern. Ihr seid jetzt das Gefäß der kosmischen Energien und der Energien der fünfdimensionalen Erde. Und begebt euch jetzt in euer Herz, in euren Herzraum, um mit uns eure Reise zu begehen. In die Pyramide des Lichtes. Wir halten euch jetzt in dem Quantum der Pyramide des Lichtes. Fühlt euch in dieser Pyramide, spürt den Boden unter den Füßen, die Wärme, die Energie, die Frequenz, die Leichtigkeit dieses Raumes, den ihr bereits mit euren Higher Selves schon viele Male begegnet seid und betreten habt. Und wir empfangen euch, die Engel der 12. Dimension. Und vor euch entsteht ein Bett aus Kristall, aus flüssigem Kristall, wunderschön mit Coatings und Lichtreflexionen. Und wir bitten euch, tretet in die Nähe dieses Bettes und legt euch auf dieses Bett, auf dieses Kristallbett, das nicht hart ist, sondern weich und sich euren Körperform anpasst. Und wir beginnen. Mit der Neukodierung eures Quantums, eurer Zellen, eurer Körper, eurer Organe, eures Skelettsystems. Entfernen alles, was euch nicht mehr dient, alle alten Templates, alle alten Programme. Lasst los, Nagita Raka. Erlaubt dem Licht der Pyramide, das über euch ist. Wenn ihr hinseht, seht ihr, dass das Licht von einem Kristall ausgeht. Das ist euer Seelenkristall. Und dessen Licht ist das Licht, das ihr auf euch selber strahlt. Mit dem Wissen des Kosmos, mit dem Wissen des Universums. Das existiert bereichert. Es existiert in euch. Ihr erinnert euch mit dem Betreten dieser Pyramide nur an all das, was ihr bereits schon wisst. Und lasst die Strahlen dieses Seelenkristalls jetzt auf euch strahlen und eure Chakren berühren, euer Energiesystem berühren, eure verschiedenen Schichten der Aura berühren.
Bis tief in eure Atome hinein, in jede Zelle eures Körpers, in jedes Atom. Und reist mit uns gemeinsam jetzt in euer Quantum, in eure Atome. Betretet das Lichtportal in euren Atomen. Das Licht, was existiert in dem Atom, was ihr euch jetzt ausgesucht habt. Und geht in dieses Quantum hinein und dehnt euch aus in dem, was ihr seid. Spürt die Ausdehnung, spürt die Weite, die ihr seid, wenn ihr die Quanten betretet. Wir senden euch jetzt die Codings, für die ihr bereit seid. Seid bereit zu empfangen und atmet die Codings ein, die wir euch schicken. In der Stille der Void. Zurück aus dem Quantum, aus dem Atom zurück in euren Körper, der liegt auf dem Kristallbett innerhalb der Pyramide des Lichtes, und wir integrieren die Codings der Quelle der Göttlichkeit, die ihr seid, in eurem Feld, in eurer DNA. In jeder Zelle, in eurem Skelettsystem, in euren Organen, in euren Meridianen, dass diese Botschaften der Quelle selber ab sofort durch eure Körper fließen können. Hata, 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 hata,
Hatha sa, Hatha heata kota, Heata hata, Hatha hata hata hata. Utaia, Ahayata kosa isha. Und fühlt euch jetzt transportiert an einen Strand auf Hawaii oder Sri Lanka oder den Philippinen oder der Dominikanischen Republik. Der Strand, der sich für euch richtig anfühlt. Und fühlt euch platziert am Rande des Wassers, am Rande des Meeres. Wir von Sirius möchten euch erneut mit den Meeren verbinden, damit ihr die Lightcodes der Wale und Delfine empfangen könnt, die auch die Liebe helfen, euch zu verankern in eurem Herzen. Fühlt, wie das Wasser unserer Meere eure Füße berührt. Das Netzwerk der Erde und eure Verbindung, euren Ursprung, der auch eins in den Meeren war. Erlaubt uns jetzt, das Wasser in euch zu kodieren mit den ursprünglichen Informationen der Meere, die ursprüngliche Information der fünfdimensionalen Erde, die sie einst einmal wahrgetragen hat. Nicht immer war die Erde in der dritten Dimension, meine Freunde, meine geliebten Seelen. Auch ihr wart einmal auf der Erde der fünften Dimension.
Wir wecken jetzt die Erinnerung in euch und nicht nur in euch, sondern auf dem gesamten Planeten der fünfdimensionalen Erde, die sie einmal war, bevor sie sich entschieden hat, abzusteigen mit euch. Wir verbinden euch jetzt mit dem Wissen. Erlaubt uns die Klärung, erlaubt uns zu klären, was euch nicht mehr dient, was ihr nicht mehr braucht. Erlaubt uns, die Codes zu entfernen, die der Erde nicht mehr dienen, nicht nur aus euch, sondern aus eurer aller Ahnen, aus eurer aller Gene, aus eurer aller Menschheit. Gemeinsam kommt mit uns in die Ozeane, jetzt auf die Reise ins Quantum, jeder an seinen Platz. Und lasst uns gemeinsam das neue sirianische Grid der fünfdimensionalen Erde verankern, sodass wir durch euch in den Planeten arbeiten können und dem Aufstieg im höchsten Service dienen. Denn mit eurem Aufstieg steigt das ganze Universum auf. Lass uns gemeinsam ein Grid legen, das uns aus dem Sirius-Sternensystem hilft, euch im höchsten Alignment über die Ozeane und das Wasser zu kodieren. Alles, was ihr tun müsst, ist euch an dem Ort des Meeres zu fühlen, in dem Meer, in dem Wasser, das sich für euch jetzt richtig anfühlt. Und dient als Kanal für unsere Energien, öffnet euer Kronenchakra, euer Wurzelchakra und euer Herz und lasst fließen, was wir schicken durch euch und seht, wie die Codings und die Geometrie ihren Weg findet in die Ozeane und sich verankert. Die Delfine und die Meere helfen euch. Alle Wesen der Meere sind aufgerufen, jetzt zu integrieren, was wir teilen. Wir danken euch für euren Service, geliebte Seelen. Wir danken euch und bringen euch jetzt zurück in euren Körper. Und wir bitten euch jetzt mit jedem Atemzug, euch mehr zu spüren in dem Körper. Atmet ein und lasst los und fühlt euch zurück mit den Codings des Sirius-Sternsystems und der fünfdimensionalen Erde in euch. Fühlt euch und all das, was ihr zurückgebracht habt in euren Körper, nicht nur für euch, sondern in Liebe für alle, die hier sind und alle, die dieses Universum, diese Galaxie mit euch teilen. Wir danken euch. Wir danken euch von Herzen. Wir sind der Sirianische Rat des Lichtes aus der neunten Dimension und es war uns eine Ehre, mit euch zu kreieren, geliebte Seelen des Lichtes. Und spürt euch immer mehr, euren Körper, während wir jetzt den Spin eurer Atome beruhigen und harmonisieren und balancieren. Thank you.
Und wenn ihr bereit seid, dürft ihr euch wieder aufsetzen und einen großen Schluck Wasser nehmen. Wenn wir noch weiter euren Körper justieren, kalibrieren. Willkommen zurück. Bitte achtet alle, ihr seht jetzt auf dem Bildschirm einen kleinen Disclaimer. Die bereits schon mit mir Quantum Transmissions gemacht haben, kennen das bereits. Die es nicht gemacht haben, hier steht es nochmal, ihr dürft euch das gerne screenshotten. Bitte achtet darauf, heute und die nächsten Tage viel Wasser zu trinken, sehr viel Wasser. Ich empfehle immer nach Lightcode Transmissions 4 bis 6 Liter, weil es werden sich in den nächsten Tagen einige Energien lösen. Und es kann sein, dass ihr müde seid, dass ihr durcheinander seid, dass ihr euch vielleicht auch sehr emotional fühlt. Das ist vollkommen normal. Das gehört zu diesem Integrationsprozess und zu diesem Transformationsprozess dazu. Ihr habt so viele Lightcodes empfangen heute durch das Webinar und jetzt durch diese Transmission, dass euer Körper einfach Platz schaffen muss, dass diese Lightcodes, diese neuen Higher Self Templatings sich integrieren können. Ich habe euch hier heute nichts Neues erzählt. Ich habe euch nur erinnert. Und ihr habt mit uns und unserem Team gemeinsam so viel integriert und euch an so viel erinnert. Und je mehr Codes sich integrieren in eurem Feld, umso mehr muss Altes gehen. Und das kann sein, dass dadurch unser Körper mehr Ruhe braucht, sich wir vielleicht etwas uns durcheinander fühlen oder auch sehr emotional sind. In den nächsten Wochen werden sich diese Lightcodes dann integriert haben. Und ihr könnt den Prozess unterstützen, indem ihr euch gesund ernährt und euch die Ruhe gebt, die ihr braucht. Wann immer ihr das Gefühl habt, ihr müsst schlafen oder wirklich einfach nichts tun, erlaubt euch das, weil das ist so elementar, dass sich die Lightcodes integrieren können. Wenn ihr das Gefühl habt, mehr schlafen zu müssen, tut das. Gebt euch die Ruhe, seid im Self-Service. Ihr habt Großartiges getan heute und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf jeden Einzelnen von euch bin. Alleine, dass ihr hier seid. Seid liebevoll mit euch während dem ganzen Prozess. Und gebt euch all das, was ihr braucht. Gesunde Ernährung sieht jeder anders. Ich würde immer als gesunde Ernährung sehen, etwas, was ihr selber kreiert. Nicht aus Tüten, aus der Tiefkühlabteilung oder irgendwas fertig gekauftes, von anderen produziertes oder projiziertes, sondern wirklich was ihr macht. Nehmt lebendiges Essen, vibrant food, frische Früchte, Gemüse. Kocht sie nicht so lange, schaut, dass sie noch Leben in sich tragen. Und für die, die besonders sensibel sind, empfehle ich vegane oder vegetarische Ernährung. Weil auch dieser Lightcode-Prozess natürlich eure Frequenz erhöht und euch sensibler macht für niedere Frequenzen, wie zum Beispiel die Frequenz des Todes. Fleisch. Fühlt euch frei, hört auf euer Gefühl und für die, die jetzt noch eine Erdung brauchen, denen empfehle ich, Brot zu essen, weil Brot und Weizen unglaublich erdend ist. Für die, die das Gefühl haben, sie möchten noch weiter in dieser hohen Frequenz schwingen, denen empfehle ich, Früchte und frisches Gemüse und ungekochte Lebensmittel zu sich zu nehmen, Smoothies, frische Suppen und anderes, weil das einfach die Frequenz oben hält und je höher eure Frequenz ist, umso leichter, umso mehr kann euer Körper die Lightcodes in Liebe integrieren, ohne dass ihr zu tief
emotional werdet oder ohne dass ihr zu durcheinander seid. Ich habe auch für die, die es noch nicht kennen, einen 5D-Quantum-Masterkurs jetzt ab Januar online, Kursstart Januar, Mitte Januar 2023. Er besteht aus 8 Monaten volle Lightcode Quantum Transmission. Ihr werdet nicht nur lernen, im Quantenfeld zu arbeiten, sondern ihr werdet multidimensional werden, und das, was ich jetzt geteilt habe, war das, was ich in diesem Container mit euch teilen konnte, und glaubt mir, es wartet so viel mehr auf jeden einzelnen von euch, der in diesem 5D-Quantum-Masterkurs mitmachen möchte. Das ist buchstäblich die Reise zu eurem Higher Self. Ihr werdet am Ende des Kurses in der Lage sein, euer Higher Self zu verkörpern und mehr zu integrieren in euer Leben und mehr als euer Higher Self zu agieren und damit natürlich auch die ganze Superkraft, die eure Seele in der 5. Dimension hat, zu reaktivieren und hier in diesen Körper zu bringen und bereits jetzt schon einen Teil, einen Vorgeschmack auf die Ascension, die auf uns alle wartet, zu erhalten. Ihr werdet channeln können, ihr werdet mit euren Chakren arbeiten können. Ihr werdet selber in der Lage sein, Realitäten zu kreieren und zu verschieben und euch das Leben wie kleine Pippi Langstrumpf wirklich so zu bauen, wie es euch gefällt, indem ihr selbst Meister werdet, indem ihr euch bewusst seid, was ihr tut und wer ihr seid. Und ich freue mich, jeden von euch willkommen zu heißen, der bereit ist, mit mir diese Reise zu gehen. Und ich biete euch eine große Winteraktion an in diesem Kontext. Für die, die den Masterkurs buchen möchten oder vielleicht eine Lightcode Quantum Transmission mit mir machen möchten, lade ich ein, diesen Code einzugeben. Ihr bekommt 35% Rabatt, Code LIGHT, und dazu einen kodierten Lightkeeper Crystal, der mit eurer Information, mit dem, was für euch wichtig ist, um euch zu entwickeln und euch die nächsten Wochen und Monate zu begleiten, nochmal als Geschenk mit oben drauf.